Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Ich bin glücklich. Es macht mir sehr viel Freude, mit euch über Jesus zu sprechen und die gute Nachricht mit euch zu teilen. Freut ihr euch auch, die gute Nachricht zu hören? Weil Jesus ist ein Gott, der sich um euch sehr sorgt. Er hat sich am Kreuz für uns geopfert. Der Grund dafür ist, dass er euch sehr liebt und sich Sorgen macht. Er spricht mit euch jeden Tag. Auch heute möchte der Herr euch was Wichtiges mitteilen. Im 2. Thessaloniker Kapitel 3, Vers 3 lesen wir: Aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Argen. Der Herr ist treu. Er beschützt uns von den Bösen. Irgendetwas Böses, irgendeine Gefahr. Irgendeine Sache, die euch stört, passiert fast jeden Tag. Es kann euren Seelenfrieden stören, auch körperlichen Schaden zufügen. Eine Sache, die euren Familienfrieden stört oder euren Dienst für Gott beeinträchtigt. Oder vielleicht nimmt es eure Freude am Leben. Egal was es ist, Gott wird euch von der Gefahr beschützen. Wisst ihr warum? Er ist wahrhaftig. Der Herr, der euch berufen hat, ist treu. Er wird dir beistehen und dich beschützen. Nimm mein Beispiel, als ich zum Dienst Gottes berufen wurde, sagte ich zum Herrn, dass ich sehr schwach bin, werde öfter schnell enttäuscht und entmuntert, hatte Zweifel, ob ich überstehen werde. Ich bin ein sehr schwacher Mensch. Selbst bei der kleinsten Versuchung würde ich verfallen. Wie könnte ich denn dabei heilig bleiben? Könnte ich die Versuchungen überhaupt widerstehen? Ich fragte den Herrn, wie ich es schaffen soll. Darauf antwortete Herr: Folge mir. Ich bat den Herrn, mir beizustehen und mich zu beschützen und dass er für meinen Körper und meine Seele verantwortlich sei, weil ich meine Schwächen kannte. Bat ich den Herrn nochmal, mich zu beschützen. Der Herr versprach mir, zu beschützen und sagte: Gib mir deine Hand im Vertrauen. Ich nehme dich an die Hand. Ich werde dich bis zum Ende beschützen. Egal wie groß die Versuchung oder Probleme, ich werde dich nicht gehen lassen. Dies versprach mir der Herr. Das ist der Grund, warum ich heute noch stehe. Denn unser Gott ist uns treu. Wenn ihr mich in Nalumavati besuchen kommt, werdet ihr eine große Tafel mit den Worten Gott ist uns treu sehen. Es ist zu bezeugen, dass der Herr mir 40 Jahre für seinen Dienst treu gewesen ist. Ich spüre es jeden Tag, dass Gott mir treu gewesen ist. Es gab sehr viele Versuchungen, Versuchungen der Sünde. Es gab Krankheiten, Probleme wegen Mitmenschen, Demütigungen, verschiedene Versuchungen, Enttäuschungen. Alles hatte ich erlebt. Aber der Herr hat sich an sein Versprechen gehalten, bis zum heutigen Tag. Er wird euch auch beschützen. Habt keine Angst. Erschreckt nicht an den Situationen. Denkt nicht, dass ihr scheitern werdet. Vertraut nicht an eurer Kraft. Der Herr ist treu. Er hat euch berufen. Er ist wahrhaftig. Er hat euch ausgewählt. Er ist treu. Er hat uns ein Versprechen gegeben. Seine Wahrheit ändert sich nie. Er wird euch bis zum Ende begleiten. Er verlässt euch nicht halbwegs. Egal wie viele Versuchungen oder Konflikte. Er wird euch erhöhen, beschützen, verfeinern und wunderbar leiten. Glaubt an ihn. Das reicht. Ich sage immer öfters, obwohl ich dir nicht ehrlich gewesen bin, bist du mir treu gewesen. Das war's. Ich war den Herren öfters nicht ehrlich. Aber du bist ein treuer Gott. Deine Worte sind wahrhaftig. Deine Liebe. Ich lobe den Herrn mit Tränen, da er mir treu gewesen ist. Denkt nach, wie viele Male ihr gegen den Willen des Herrn gehandelt habt. Hat der Herr dich verlassen oder im Stich gelassen? Oder sagt er, hau ab und hat dich vergessen? Er ist dir ein treuer Gott gewesen. Er hat versprochen, dich nicht zu verlassen. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, sagte unser treuer Gott. Weil er uns treu ist, wird er dich von allen Gefahren schonen. Habt keine Angst, seid nicht entmuntert, gebt ihm eure Hand. Glaubt an seine Wahrhaftigkeit und wandelt mit ihm. Er wird euch bis zum Ende tragen und leiten. Vater, du bist ein treuer Gott. Ich bin dir mehrmals nicht treu gewesen. Obwohl ich dir mehrmals untreu gewesen bin, bist du mir treu gewesen. Du bist der Gott, der mir vieles versprochen hat. Du bist diesen Sohn, dieser Tochter, treu gewesen.
du bist ein wahrhaftiger Gott. Ermuntere diese Kinder, dass sie nicht mehr verzweifeln, keine Angst mehr haben. Du bist ein wahrhaftiger Gott. Bewahre sie von den Bösen, beschütze sie und stärke sie im Glauben. Wirke ein Wunder in ihrem Leben. Heute soll eine Änderung im Leben geben. Die Probleme sollen verschwinden. Mach sie erfolgreich. Lass sie heute einen Wunder erleben. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.